herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich werde heute mal ein Video testen, also ein Workout testen, was mir vorgeschlagen wurde. Ja, da ich ja jetzt so ein paar Fitnessvideos mir angeschaut habe auf YouTube, wurden mir natürlich Videos vorgeschlagen. Es war unter anderem ein Video von Pamela Reif. Naja, ich dachte mir, okay, es ist ein Beginner-Video. Das wäre ja eigentlich genau das Richtige für mich. Und ja, das teste ich jetzt heute. Und ich dachte, vielleicht würde euch das auch interessieren, wie ich mich so schlage. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe die Übung noch nicht ausprobiert. Ich habe mir das Video allerdings zweimal bereits angeschaut, um einfach gleich besser mitmachen zu können. Und ja, ich bin aufgeregt und ich bin total gespannt, ob ich es hinbekomme. Es sah schon teilweise sehr schwierig aus. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Okay, und macht Crunches, das kann ich eigentlich sehr gut, das habe ich ja schon geübt. Hinter dem Rücken, genau. 1, 2, 3. Ach, du bist langsamer. 4, 5, 6. Ich habe das Gefühl, sie geht ein bisschen höher, aber ganz ehrlich, mehr geht nicht. So. Okay. Ah, jetzt legt sie sich auf die Seite. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Und so, sie liegt also quasi. Oh mein Gott, das geht ja gar nicht. So irgendwie. Ich kann das nicht. Ich komme. Leider. Dann. Nein, das geht nicht. Okay, ich gebe auf. Oh Gott. Das Schlimme daran ist, es sieht ja alles immer so einfach aus. Okay, ich versuch's. Andere Seite. Ich weiß, ich habe es nicht ordentlich gemacht, aber das ist jetzt auch egal. Also andere Seite. Also wieder dasselbe. Beine hoch. Hä? Dann. Ah, ich glaube, so geht's. Es ist sehr schwer, die Balance zu halten. Aber ich glaube, wenn ich das ein paar Mal mache, dann geht das schon. Oh mein Gott. Und das soll ein Anfänger-Workout sein. Oh mein Gott. So, was kommt jetzt? Okay, hinlegen und die Füße berühren. Okay, das geht ja noch. Oh Gott, 9, 8. Oh Gott, das sah alles so leicht aus. Aber egal. Was kommt jetzt? Ah, okay. Ja, da habe ich schon sehr starke Bedenken. Ja, ich komme ja noch nicht mal so hoch. 25 Sekunden halten. Oh mein Gott. 10, 10, 15, 14, 13, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nicht aufgeben, 1. Oh mein Gott. Okay. Ach ja. Nee, das ist nicht. Ich glaube, ich sitze hier schief drauf. Ach, okay. Das geht gar nicht. Ja, ich bin schon wieder enttäuscht.
von mir selbst, egal. Hinsetzen und wenn ich nach hinten gehe. Es spannt im Bauch. Ich glaube, ich mache es relativ richtig. Ach so. Es ist echt anstrengend, einfach mal so in einer Position zu halten. Oh mein Gott. Ah, 2, 1. Oh Gott. Okay. Nee, mach das abwechselnd, richtig? Oh Gott. Wie lange noch? Davon habe ich schon mal gelesen, die Plank. Challenge. Okay, was müssen wir machen? So was. Hm? Oh. Wer hat sich das ausgedacht? Ich kann leider diese Uhren nicht sehen. Völlig fertig. Das geht 10 Minuten, das Workout. Ich kann das nicht. Scheiße. Ach, nein. Ich habe gedacht, okay, suchst du dir mal irgendwas aus, was jetzt nicht so schlimm ist, aber doch, es ist echt schwer. Vor allem in dem Tempo. Bei der Übung weiß ich schon, das habe ich damals schon mal ausprobiert. Oh Gott. Nein. Oh nein. Das ist echt anstrengend. Ausstrecken und halten. Ohne ausstrecken. Ich merke, wie die Schwerkraft einfach. Zwölf, elf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf. 3, 2, 1. Ja. Okay. Was gerade nur irgendwie seitlich, richtig? Noch ein Plank? Ich glaub's nicht. Oh Gott. Oh.
Yes. Okay. Okay. Ja, ich, ja. Ich glaube, das ist die schwierigste Sache an dieser ganzen Reise. Es ist echt schwer. Ja, also meine Übungen, die ich mir sonst so angewöhnt habe, waren viel einfacher und waren irgendwie viel, ja, sind irgendwie, da denke ich, also das Ding ist, ich habe so gedacht, okay, machst du mal so ein Anfänger-Workout, musst du ja schaffen, du läufst 45 Minuten auf dem Crosstrainer in Intervall und machst ja so viele Turnübungen und dann dachte ich, ja, das wird schon, ist ja ein Anfängertraining. Ja, ich muss üben. Das ist sehr, sehr schwer und ich bin ein bisschen traurig. Das war so eine Hoffnung. Ich habe da so eine Hoffnung reingesetzt, vor allem, weil die das ja, aber das ist einfach, es ist einfach, wie es ist. Jeder fängt mal klein an und dieses Sportding ist eigentlich das Schwierigste für mich. Nicht das in, also jetzt nicht so Ausdauertraining, sondern tatsächlich, ich glaube, das hat auch viel mit Kraft und so zu tun, tatsächlich mit diesen Kraftklamotten. Aber es ist sehr, sehr gut erklärt, finde ich. Es ist toll, dass ja, man mitmachen kann und ich werde es üben, glaube ich. Ja. Kann mir bitte jemand in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Video schon mal nachgemacht habt und wie vom Schwierigkeitsgrad, wie schwer ihr das findet, weil, also wenn ich jetzt darüber, also das ist ja ein Anfänger-Tutorial quasi, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass es für Anfänger ist, dann frage ich mich, was für ein Anfänger muss man denn sein, damit man das schafft in 10 Minuten. Ich schwitze ja jetzt schon. Ja, aber egal, jeder fängt mal klein an und manchmal braucht man auch irgendwie viel länger Zeit. Ich brauche viel länger Zeit, um irgendwie, ja, mal gucken, wie das so in ein paar Jahren aussieht. Ja, es ist, wie es ist. Aber das mit dem Plank, das habe ich auch schon mal öfters jetzt auf Instagram gesehen, das sind so Challenges und das soll wohl auch viel bringen. Und ich finde, diese Plank-Übung, die war wirklich am einfachsten. Nein, sie war nicht einfach. Ich bin ja eingeknickt, aber sie war noch so, glaube ich, ja, am angenehmsten, sage ich jetzt mal. Der Rest ging ja so. Ja, ja, es tut mir leid, es ist heute nicht so ein mega tolles Video geworden. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass wir das hier festhalten. Festhalten für die Geschichte sozusagen. Ja, ich gehe dann jetzt mal duschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Bis morgen. Tschüss.